Willkommen zurück bei East Origins. Und ja, wir haben endlich die Defida gefunden und sind hier, und leider sind uns die Bösen auch auf die Spur gekommen und haben die Defida umzingelt. Und Epona soll sie jetzt wegbringen. Ja, alles klar, sagt sie. Ja, du bist also eine Göttin. Das macht mich also zu einem Blasphemiker, weil ich dich jetzt entführe. Und du solltest dich besser benehmen. Lady Fina, nimm deine schmutzigen Hände von ihr. Aua. Yunika. Ich habe eine Frage an dich, kleines Mädchen. Kennst du einen Mann namens Sauetofa? Ja, das ist ihr Vater. Was? Woher weißt du den Vater meines... Woher weißt du den Namen meines Vaters? Also seid ihr verwandt. Ich bin Kishkal. Und ich bin der Mann, der deinen Vater getötet hat. Was? Ui. Du hast ihn getötet? Ja, genau, als euer geliebter Schrein in den Himmel gestiegen ist, kamen zwei Ritter auf die Oberfläche. Ich war dabei, eine Gruppe von Dämonen anzuführen, als wir sie in einen Kampf zwangen. Ich habe gegen deinen alten Mann dreimal gekämpft. Du hast ihn getötet? Das erste Mal war er zu stark für mich und ich musste mich zurückziehen, Feigling. Das zweite Mal endete in einem Unentschieden. Aber das dritte Mal sollte das letzte Mal sein. Ja. Wie konntest du nur, Ludika, es tut mir leid. Ein delikates Drama. Die ist echt arrogant, die Zava. Jedes Mal, wenn ich ihn gegen ihn gekämpft habe, fühlte ich, wie ich stärker und stärker werde. Er war der beste Gegner, den ich hatte. Astart, das soll wahrscheinlich Bastard heißen. Du hast es gewagt, meinen Vater zu verletzen. Jetzt ist Yunika böse. Das Blut der Tova ist wirklich durch deine Adern. Du solltest in der Lage sein, seinen Tod zu rächen. Zeig mir, was du kannst. Lass mich den Moment bewahren, wenn Leben und Tod sich nochmal treffen. Yunika nicht. Aha. Und wieder ein Miniboss. Von dem wir uns aber ganz doll in Acht nehmen sollten. Weil der macht hier sein Eis. Und wir haben verloren. Das ging schneller als gedacht. Ich habe genug gesehen, das war erbärmlich. Ja, das war's leider auch. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte ihn besiegen, aber... Ja, das war nur ein optionaler Bosskampf und ihr habt ja gesehen, wie schnell der vorbei war. Der Typ ist saumäßig stark. Du verdienst es nicht, den Namen Tova zu tragen. Yunika. Dein Vater war ein begnadeter Magier und er führte sein Großschwert wie ein Rapier. Ich habe einen guten Gegner erwartet, aber du bist nichts weiter als ein Kind, was in Vaters Schuhen spielt. Oh, das ist hart.
diese erbärmlichen Leute sind dazu auserwählt, die Verteidiger der Götter zu sein, nicht? Das Einzige, was sie sind, ist Zeitverschwendung. Erledige sie, Kishkal. Nein, bitte wartet. Ich werde mit euch kommen und ich werde mich nicht wehren. Aber bitte verschont ihr Leben. Lady Fina. Oh, wie berührend. Hat der Meister und sein Untertan so ein tiefes Band geformt miteinander? Ich würde nicht mal denken, dass dieses kleine Insekt diesen Wert hat. Für ihn irgendjemanden. Aber das ist egal. Ich bin froh über diese Entscheidung. Über die Lösung für dieses Problem. Wir verschonen ihr Leben. Edifina. Danke fürs Kommen, Judika. Es bedeutet mir eine Menge, dass ihr euch so für uns sorgt. Bitte nimm das mit dir. Wir haben die Silberharmonika erhalten. Wartet, ist das nicht? Ja, wenn du Rhea siehst, dann gib es ihr bitte. Und... Nein, geh nicht mit ihnen, bitte. Ah, Trennungen sind so ein süßes Leiden. Ja, Zava ist wirklich... Eine... Ich sag's lieber nicht. Okay, lass uns gehen. Und da kommen die Ritter zum... einen Moment zu spät. Ah, ich sehe, die heiligen Ritter haben endlich ihren Auftritt. Schade für euch, dass es zu spät ist. Es würde mich zwar freuen, euch alle zu töten, aber es ist noch Arbeit zu tun. Also muss ich leider Adieu sagen. Von wegen. Mist. So knapp. Judika, geht es dir gut? Was ist hier passiert? Roy. Lady Fina, es tut mir leid. Und ja, ich glaube, selbst wenn wir den Kampf geschafft hätten, hätten wir verloren. Das ist die Kurzfassung davon. Ich verstehe, das sind schlechte Nachrichten. Und es verkompliziert vieles. Ich muss zugeben, es ist sehr schockierend. Ich hätte niemals gedacht, dass wir Commander Tovas Mörder hier in diesen Hallen finden. Verflucht seien sie alle. Der Feind war direkt vor uns. Ich kann es nicht glauben, dass er entkommen ist. Wir haben getan, was wir konnten, Roy, aber wir sind noch nicht fertig. Und Judika kann dazu nichts sagen. Von dem, was ihr da zu berichten habt, ist diese Zava wirklich eine ziemlich starke Magierin. Den Anführer, den sie erwähnt hat, mitgezählt, zu diesem sogenannten Krallenmenschen, sind wir jetzt also gegen 5 Leute hier. Aber wer sind sie? Ich bin mir nicht sicher, aber sie haben Lady Fina. Und das ist alles, was wir im Augenblick wissen müssen. Sie zu befreien ist die oberste Priorität. Das sieht für mich alles aus wie ein Albtraum. Die ganze Welt verändert sich um uns herum. Vater, was habt ihr?
Ich habe mich davor gefürchtet, darüber zu sprechen. Aber nach allem, was passiert ist, denke ich, dass diese Information nun enthüllt werden muss. Weil es sehr wichtig ist für unser weiteres Vorgehen. Hm? Das hört sich nicht gut an. Was ist es, Vater? Bitte hört mir alle genau zu. Als Lady Rhea und Lady Fina verschwanden, haben sie die schwarze Perle mit sich genommen. Sie steht nicht mehr länger oben auf ihrem Podest im Solomon-Schrein. Was? Das kann nicht wahr sein. Leider ist es wahr. Die sechs Priester haben mich in Ruhe darüber informiert. Also in aller Stille. Mir wurde gesagt, ich soll es mit größter Diskretion weitergeben, um nicht weitere Panik zu verursachen. Aber mit den Umständen, die wir hier haben, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Das wirft eine weitere Frage auf. Wenn die schwarze Perle die Quelle aller Magie ist, wieso können wir dann immer noch Magie benutzen in ihrer Abwesenheit? Oh, das ist eine gute Frage. War es nicht die schwarze Perle, die den Solomon-Schrein in den Himmel gehoben hat? Wie kann er immer noch dort oben sein ohne die Kraftquelle? Die schwarze Perle durchdringt den Raum. Also solange sie nicht beschädigt wird, wird ihre Energie immer weiter fließen. Was wirklich wichtig ist, ist, dass die Göttinnen es aus der Kammer im Schrein genommen haben. Sie sind die Einzigen, die die Fähigkeit haben, sie zu kontrollieren. Nicht mal die sechs Priester haben diese Macht. Also müssen die Göttinnen die Perle auf die Oberfläche mitgebracht haben. Und nicht mal die Priester wissen, was mit ihr geschehen wird hier unten. Das ist alles etwas zu viel. Es sagt uns aber eine Sache. Lady Fina hatte die schwarze Perle nicht mit ihr. Also muss Lady Fina in ihrem Besitz sein. Lady Rhea. Ah, das ist ein guter Punkt. Und das ist es, warum ich... das ist der Grund, warum ich mein Schweigen zu diesem Thema gebrochen habe. Wir müssen Lady Fina von unseren Feinden retten. Aber wir müssen auch Lady Rhea und die schwarze Perle finden. Das hat vielleicht sogar größere Priorität. Ich schaue darüber, wenn ich darüber nachdenke, was passieren könnte, wenn so ein mächtiges Objekt in die Hände des Feindes fällt. Das ist kein Scherz. Während ihr sucht, bitte versucht so viele Informationen wie möglich über die Göttinnen, über den Grund der Göttinnen herauszufinden. Ich denke, dass unsere Probleme immer tiefer werden. Dass unsere Probleme tiefer sind, als wir uns das jetzt vorstellen können. Die Ladies Rhea und Fina müssen einen Grund haben, warum sie die schwarze Perle hierher gebracht haben. Verstanden. Ihr könnt auf die Heiligen Ritter zählen. Wir werden euch in jedem möglichen Weg unterstützen. Und wir Zauberer werden unsere Bemühungen in den höheren Leveln des Turms weiter fortsetzen.
Du wünschst, zurückzubleiben? Ich denke, du hast jetzt verstanden, wie rücksichtslos du warst. Ja, hab ich. Als ich gehört habe, dass dieser Mann meinen Vater getötet hat, habe ich die Kontrolle verloren. Ich kam her, um die Göttinnen zu beschützen. Aber statt die Göttinnen zu beschützen, hat Lady Fida mich beschützt und hat sich selbst gefangen nehmen lassen. Das ist nichts, was einem heiligen Ritter passieren dürfte. Ich bin nicht bereit, ich bin noch nicht qualifiziert, hier zu sein. Was denkt ihr, Commander? Ich denke, sie übertreibt ein bisschen, aber sie hat auch im Augenblick nicht mehr den Kampfgeist dazu. Wir sollten sie nicht in den Kampf schicken, so. Das denke ich auch. Diese Stimmung kann nur zu ihrem Untergang führen. Sie sollte hier bleiben und für eine Weile ruhen und sich regenerieren. Yunika, du wirst in Bereitschaft bleiben hier in der Basis. Ja, Sir, es tut mir leid, Sir. Und ja, an dieser Stelle mache ich mal kurz wieder einen Cut. Bis gleich.